Yo, wunderschönen guten Abend, meine Sprung Spritzack. Ronny ist hier am Start. Und yo, Mates, wir sind hier ein bisschen auf CSGO Atze, haben hier 240 Dollar aufgetankt und aufgetankt bekommen natürlich. Und wir werden hier ein bisschen zocken, noch versuchen, den einen oder anderen extra Skin mit dazu bekommen. Und danach werde ich mir nämlich auf einer Trade-Seite was absolut Leckeres hoffentlich auszahlen können für mein Play-Inventory. Ich bin jetzt gerade mal Blackjack. Komm, wir probieren mal Blackjack-Tactics. Wir machen jetzt hier mal 5 Dollar. Guck mal, 14 ist natürlich absolut beschissen, ja. Wenn er jetzt eine 10 hat, wir bleiben, glaube ich, stehen und hoffen, dass er bastet. Oder nehmen wir noch? Ah, das ist echt eklig. Ja gut, 20 hat man erstmal kriegen sollen. Wäre natürlich schön, hätte ich jetzt noch sehen können, was für eine Karte denn bei mir gekommen wäre. Ja komm, natürlich sind wir bastet. Hui, aber hätten sie oder so verloren. So, wir machen jetzt hier die Verdopplungstaktik. Es muss doch jetzt mal klappen. 9, 19. Da bleiben wir stehen. Jawoll. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal den 5er vom Anfang an wieder zurückgewonnen. Oh, eine 20 direkt. Schade. Und ich gehe direkt nur mit 5 rein. Stehen bleiben. Okay, ist ausgeglichen. Hätte also eh nichts gebracht. Aber komm, jetzt mal 20. Oh, eine 11 gegen eine 11, Alter. Ja. Ey, und der hat eine 21 natürlich. Ist doch hier nicht ganz sauber, Jungs. Machen wir mal 30. Okay, wir haben 21. Blackjack. Nice. Und wir haben sogar 30 gemacht. Also sind wir jetzt jedenfalls bei 267. Knappe 20 im Plus. Hm, Blackjack macht halt einfach immer so Spaß. Aber es ist nicht so lohnenswert. Komm, wir machen hier mal ein bisschen. Weiß nicht, hier mal vielleicht noch einen 10er rein. Ganz auf gediegen, ganz auf geschmeidig. Da geht zwar aktuell nicht viel, die 7 Cent, die hätte ich bestimmt gewonnen mit meinem 10er. Aber wir können hier einfach mal reingehen. Vielleicht scheint noch einer hinterher. 10 Cent, 1 Cent, ja moin, die lassen sich auf jeden Fall schmecken hier. Die haben bestimmt den Affiliate Code Crony benutzt, Alter. Dann lassen jetzt ihren 1 Cent hier reintroppen. Ey, Gott, was ist das für ein Pott? Oh, da ist noch einer mit 12 Dollar reingekommen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Jetzt brauchen wir hier das absolute Early Ticket. Absolute Early Ticket, das sieht... Oh Gott, okay, der hat gewonnen. Ärgerlich, aber ich habe schon gedacht, das wäre hier so ein kleiner Schlumpf gewesen. Das wäre natürlich absolut bitter. Oh, lol, hier kam einfach noch ein paar Mal grün, ey. Wir gehen hier mit 9. Nochmal, komm, wir machen mit 18 auf rot. Never against the train. Jetzt kommt wahrscheinlich schwarz, oder? Jawoll. Es lohnt sich also, dass ihr in die Kommentare schreibt. Niemals gegen den train. Alle denken jetzt, es kommt schwarz. Ich glaube auch, es kommt schwarz. Aber wir gehen hier vielleicht noch mit einem 10er auf. Ha, jeder Skin, den wir nachher extra rauskriegen, zählt. Alter, können wir nachher ein schönes Play-Inventory für rausballern. Jetzt machen wir einen 10er auf rot. Schade. Jetzt ist der Train vorbei. Wir machen hier mal 5 und 10 hier. Komm. Nein! Nochmal. Hey, fick dich. Hey, du Nutte. Komm, ich stell die Kohle hier weg, Freunde. Komm. Hey, okay, Arschloch. Oh Gott, ey. Waren jetzt einfach 50 Tacken weg. 50 Tacken weg. Und ja, natürlich gucke ich hier bei Crash rein. Es kann dreimal hintereinander aber irgendwas hohes. Kacke, Jungs. 15 Dollar auf die 3, die fühle ich. Die 3, die fühle ich, Alter. Es geht schon wieder super gut los. Hier hat gestern Watch Game extrem viel gewonnen. Wird wahrscheinlich bei mir auch klappen, oder? Kappa Klaus Nikolaus. Zehner immerhin. Komm, nochmal. Jawohl, noch ein Zehner immerhin. 219er. Wir bewegen uns hier ein bisschen. Natürlich ist hier auch nochmal aus 6. Pass auf, Freunde. Ich gehe jetzt rein und will so auf mal 3 gehen. Ja, moin. Ich hoffe mal 2 ausgehen. Es ist so lächerlich mit dem Crash. Jetzt kommt hier die ganze Zeit rot. Es muss doch jetzt mal wieder schwarz kommen, oder? Ha. Kommt jetzt nochmal rot? Ich weiß. Ich glaube echt, die Seite will mich hier ein bisschen nackig machen. Ja, das habe ich also echt im Gefühl, muss ich hier sagen. Wir gucken jetzt mal, was jetzt kommt. Und darauf gehen wir nachher auch. Oh, es wäre sogar schwarz gewesen. Wäre ich mal auf schwarz gegangen. War das jetzt mal nur wieder so ein Glücksschwarz zwischendurch? Ne, wir gehen nochmal auf schwarz. Wir blieben jetzt ein paar Mal auf schwarz. Könnte jetzt halt auch mal wieder grün kommen, ja? Irgendwie habe ich grün im Gefühl. Hey, ich gehe jetzt nicht auf grün und es kommt grün. Passt auf. Es kommt jetzt gleich einfach grün. Ja, es kommt rot, Alter. 30er weg! Jungs, ey! Kann doch nicht sein. Wir gehen jetzt maximal. Komm, wir gehen jetzt 69 Dollar. Zur Not lassen wir uns noch 100 Dollar auszahlen. 69 Dollar auf schwarz. Entweder wir gehen jetzt ins Profit in dem Video oder wir lassen uns die letzten 100 Dollar auszahlen. Oh, das sieht gut aus. Nice, 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 nice. Jetzt
Muss da jetzt ein paar Mal hintereinander schwarz kommen, oder? Was haben wir jetzt? 88? Sollen wir 88 gehen? Dann hätten wir noch 150. Komm, wir lassen es jetzt einfach ein bisschen krachen. Wie gesagt, jeder Skin zählt, den wir nachher extra haben. Und wenn wir natürlich jetzt entweder fett gewinnen, dann freue ich mich natürlich desto mehr. Kann ich mir einiges mehr fürs Play Inventory holen. Oh ja, 326. Machen wir so weiter? 76, 90. Oh. Halt. 76. Gehen wir mit 76 aus schwarz, komm. Ich glaube jetzt irgendwie, es kommt grün. Ich hätte jetzt gerade so Bock gehabt, einfach mit $70 auf grün zu gehen. Oh, zum Glück bin ich nicht auf grün gegangen. Komm, jawoll! Jetzt aber zum Ende hin läuft's, ey. $400. Nochmal schwarz. Alter, wir sind jetzt auf jeden Fall schon gut im Profit, ja? Jetzt gehen wir hier 59 auf schwarz. Wir nehmen jetzt den Train mit, solange er kommt. Sobald der Zug anhält, springen wir ab und gehen in den Shop. Das ist, denke ich, ein ganz guter Plan. Solange können wir hier den Train noch mitnehmen. Solange er... Oh ja, Alter, er läuft doch ein bisschen. Er fährt noch weiter. The Hype Train has pulled into the station. All aboard. Choo-choo. Hallo, liebe Fahrgäste, wir sind bei $400 angekommen. Bitte aussteigen, wenn Sie wollen, oder nochmal mit reingehen. Ja, Moment, wir gehen noch einmal mit rein auf jeden Fall. Solange bis der Train anhält, bis der Zug anhält und nicht mehr weiterfährt, dann hüpfen wir weg und gucken gleich noch, was wir mir Leckeres traden können. Ah, grün wird's auf jeden Fall. Oh, das sieht schon wieder nach einem Schwarz aus. Choo-choo. Jungs, ey, zum Ende hin. Also, das habe ich auf CS Kroatien auch sehr, sehr selten, muss ich sagen. Wir bleiben am Mann und gehen weiterhin mit 50 auf schwarz. Natürlich, wenn ich sage, ich bleibe da so lange drauf, bis es geht, dann machen wir das auch. Es muss doch jetzt gleich mal grün kommen, oder? Muss doch jetzt gleich mal grün kommen. Oh, okay, wären rot gewesen. Aber wir haben $450 aus 250 gemacht. Absolut geil. Vielleicht finde ich, das wäre es ja auch gewesen. Schade, Alter. Das wäre perfekt für mein Play Inventory. Das wäre absolut perfekt für mein Play Inventory. Ja gut, dann nehmen wir hier das Tiger Tooth raus. Das will ich zwar nachher nicht spielen, aber ich will auf jeden Fall tauschen. Tauschen. So, der Trade ist aktiv. Das dauert meist noch ein bisschen. Jetzt kam, ich wollte gerade mit $13 auf grün gehen. Glaubt's oder glaubt's nicht, Freunde? Wir nehmen $13 auf schwarz. Gucken jetzt hier bei Wiss. Hey, ist in Queue? Nicht in Queue, komm her. Oh, jetzt ist natürlich wieder noch nicht ready, jetzt müssen wir wieder warten. Wir sehen jetzt auch gleich, ob schwarz gekommen ist oder nicht. Ich wollte es echt gerade mit dem letzten auf grün gehen, aber wir haben einfach ein bisschen lange gebraucht. Und es kam schwarz. Es kam schwarz hier auf jeden Fall. Hier haben wir angenommen und gehen nochmal mit Max auf schwarz. Vielleicht können wir jetzt noch den einen oder anderen Skin mit den Restcoins rausziehen, ne? Vielleicht können wir noch einen Skin rausziehen mit den Restcoins. Das wäre nice. Und... Ey, ich glaube, schwarz ist es heute einfach. Schwarz ist es einfach absolut. Wie oft hintereinander kommt jetzt noch schwarz? Noch einmal, dann hätten wir einen Huni nochmal. Einfach aus den restlichen $13 einen geschmeidigen Huni machen. Das wäre doch auch was Feines, oder? Tiger Tooth haben wir hier auf jeden Fall. Skinluck.gg Giveaway. Ja moin, da hat einer ein Giveaway gewonnen und direkt verzockt. Schade. Fuck, es wird sogar grün. Überleg mal, wir waren mit 50 auf grün gegangen. Aber wir können uns hier nicht beschweren. So, ich gucke jetzt mal. So, auf was hätte ich denn Bock? Wir haben hier natürlich jetzt gut was reingewonnen. Hier, das müssen wir mal inspizieren. So ein Ruby, Alter, hätte ich schon mal Bock auf so einen Huntsman. Aber gibt es halt das auch gerade nicht so ein allzu gutes, muss ich sagen. Wir schauen uns mal an, wie das aussieht mit einer 0,04er Float. Ah, ich muss sagen, für die Float sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber es stellt mich auf jeden Fall nicht zufrieden. Hier sind einfach zu viele Kratzer dran und so weiter. Ich zoome euch auch mal ran, dass ihr das hier besser seht. Also, nee. Ich glaube, ist nicht ganz so lecker. Leider. Was haben wir denn hier noch? Flipknife. Auch keine so gute Float. Ah, ich habe eigentlich hier dieses Autotronic, was ich geil finde an Messern. Vielleicht gucken wir auch hier lieber mal nach Handschuhen. Oh, die wären halt geil, Alter. Aber oder Pandoras Box. Aber hey, kann sich ja keiner leisten. 1400. Voll in der Krise. Grüne sind halt auch nichts. Wenn denn die da vielleicht? Die könnte man sich eventuell mal zwischendurch gönnen. Ich gucke sie mir mal an. Sehen halt aber auch super abgelumpt aus. Oh Mann, ist das schwierig. Ich bin allgemein der Meinung, ich sollte mal wieder neue Handschuhe hier mit reinbringen. Oh, was ist mit denen hier? Ja, vielleicht. Ich zeige es mal im Inventory. Wir haben hier ja natürlich hier das Inventory. Orange passt halt auch nicht so gut dazu. Da passen die ich habe schon am besten dazu. Oh Mann, so ein M9 Bayonet Lore würde ich halt auch hart feiern, muss ich sagen. Oh Jungs, die haben wir hier... Eins, glaube ich, in MW. Hallo? Jawohl, die haben ja eins in MW. Und mit 0,10er Float. Also nicht ganz so übel.
Und das sieht, glaube ich, echt nicht schlecht aus. Das könnte natürlich ein Ticken besser sein, aber das sieht echt nicht schlecht aus. Ich glaube, das benutze ich für die Terror-Seite und das andere dann für die CT-Seite hier, das Autotronic. So, was packen wir hier rein? Wow, das ist hier nur 304. Hey, die Sachen sind hier aber echt wenig wert, muss ich sagen. Ich glaube, ich packe gleich mal die Kackmesser hier rein. Dann schauen wir gleich mal im Trade-Fenster, wie hier abgerechnet wird, weil allzu viel Minus will ich hier natürlich auch nicht machen. So, das kann man schlecht tauschen bei einem Slot. Das müsste doch eigentlich $100 fehlen uns noch hier. Das da ungefähr. Schauen, das ist ein $4-Skin. So, jetzt mal schauen, was hier gleich im Trade-Fenster angezeigt wird. Also wenn wir hier zu viel Minus machen, dann werde ich das einfach tauschen mit einer wirklichen Person, weil zu viel Minus will ich hier natürlich nicht machen. Das sind $60, aber dafür muss ich nicht so faul sein, ja. Und ich tausche ganz viele Sachen rein. Und ich könnte wahrscheinlich auch nochmal 2% sparen, indem ich hier irgendwas eingebe oder so. Aber ich glaube, das machen wir. Es gefällt mir einfach echt sehr, sehr gut, das Messer. Muss ich jetzt hier noch kurz annehmen. Machen wir hier $60 Minus. Aber wir haben ja auch gerade ordentlich Plus gemacht, ja, also ordentlich Plus gemacht, über $200, kann man sich das schon mal erlauben und hat hier ein geiles Messer in der Hand. So, ist angenommen, komm, Trudel rein, mein neues Messer, jawohl, da haben wir dich, lecker Schmecker. Ausrüstung, Messer, haben wir jetzt hier auf der CT-Seite, würde ich glaube ich das hier nehmen und auf der Terror-Seite das hier. Geiler Scheiß, Alter. Cool, freue ich mich, endlich mal wieder ein neues Messer. Das hatte ich ja auch mal, das Beste auf der Welt. Ich glaube, es ist immer noch das Beste auf der Welt. Alles ja egal, lasst einen Daumen nach oben da. Ich sag Spider-Man, danke fürs Zuschauen und tschüss.